Deutsche. Long time ago, back in the days, there were like kind of crazy people coming from Scotland and Ireland, walking all the way, and then they were like in Central Europe, trying to missionize the people. I want to recite now two poems about such a monk in the Middle Ages. It's a very special case, this guy. It's a true story, but it's legend. Because he used to walk like all the way from back home with a tree. Not a big tree, but you know, like, he was able to carry it. And each night he started to work on this tree, this knife. Because he had this idea, he will do that until finally, like a statue of Mary in New York. And when finally Mary is there, he will know where he has to stop his walk. At this place, he will build a hut or a chapel for the statue for Mary. That's why in Austria there's a church now where you can look at this. A very, very old piece of wood with a bit of fantasy you see Mary. So, it's the Middle Ages, it's the early Middle Ages. It's the Alps. Die Dannen im Nebel. Abgewandert die Welt und abgehärtet bin ich, dunkler Strich im Nebel. Nichts will ich büßen, aber wir müssen, sagte man mir, man sagte. Es begann mit einem Biss. Und der solche Geschmack muss eine Scherbe gewesen sein, aus dem Himmel gebrochen und sich die Adern damit geöffnet, die Adern und mit ihnen die Augen. Schaut, es gibt Möglichkeiten. Diese Einsicht war klar und schneidend. Sämtliche Vorstellungen von wegen Liebe doch brennend, Gott ist ein Totengräber, glaub ich. Er schaufelt, bis ein Loch in mir ist, schwarz und feucht, und da liegt er sich rein als Lüge, von wegen Auferstehung, von wegen Hoffnung. Nehme ich einen der Steine hier in die Hand als brennendes Holzscheit, und ich werfe damit, ich ziele damit auf etwas Mächtiges, Befehlendes, etwas Wolkiges, Gläsernes, was habe ich schon zu verlieren? Man hat mir erzählt von Wüsten und Bergen. Und die Schluchten dort werden erfüllt vom Geschrei der Eremiten, von ihren Gebeten, ihren Visionen, ihrem Schweigen. Hier aber ist niemand, außer ich, außer du, außer uns ist niemand hier. Maria, ein Pflock Lindenholz. Und ich schleif dich, ich zerr dich und ich schnitz an dir, jeden Abend, jeden Morgen, ich schnitz an dir, bist du, als Ganzes bei mir bist du, mein Gebet, meine liebe Maria, ich schnitz an dir, bist du, als Ganzes bei mir bist, dein Gesicht, deine Hände, unser Leib, zerstochen, zerschnitten, ausgehungert und sonnenverbrannt. Wir können so lang am Wachhaus sagen, wirst du ein Liebesbade tun, doch, anstelle dieser Steine hier wäre mir der Apfel lieber. Ich würde wählen Apfel und Schönheit anstelle von Stein und Vergessen. In den Apfel könnte ich beißen wie in das Fleisch eines anderen, im Mund das Wissen um einen zweiten Menschen. Denn der Apfel ist ein Spiegel, der im Wald hängt und auf uns wartet. Wir beide genügen, diesen Spiegel zu zerschlagen und endlich ganz zu sein. Ja, der Apfel ist ein Spiegel, der im Wald hängt und auf uns wartet. Wir beide genügen, diesen Spiegel zu zerschlagen und endlich ganz zu sein. Maria, deine Augen schnitt sich groß und dick. Kannst du überhaupt anders werden als hässlich? Dass sich das Leben in deinen Augen festgreift und blitzt und lockt, darfst du überhaupt anders werden als hässlich? Die zurückgelegten Wege rechtfertigen meine Ungenügsamkeit. Schritt um Schritt, mehr Wald und Fels, mehr Zweifel, ja, Schritt um Schritt, mehr Wald und Fels, mehr Zweifel, und Maria, ich folge. Maria, ich spüre. Bau dir einen Verschlag, weil du es mir befiehlst.
Ich baue ein Haus für uns zwei und einmal wirkt man es hin, darin das Holz und die Knochen von dir, von mir. Zwei. Es wird eng in unserer Hütte, Maria. Ich kann nicht mehr schlafen. Ständig riecht es nach ausgeblasenen Kerzen. Wegen Kopfwehs rief ich den schutzheiligen Dionysius an, mit ihm kamen sich andere und jetzt werden wir es nicht mehr los. Wir werden von den Schutzheiligen belagert, Maria. Der heilige Erasmus lässt die Winde, auf der man ihm als Teil des Martyriums den Darm gespult hat, aus Angst vor Regen nicht draußen stehen. Sie zeigen uns ihre Wunden. In Körben schleppen sie ihre abgeschlagenen Hände und Füße und Nasen und Ohren mit sich. Warum habt ihr den Himmel verlassen, frage ich, und sie quasseln durcheinander. Jener, der sich als Schutzheiliger der Gewitterwolke ausgibt, schreit am lautesten, wir hassen das dauernde Schweben. Leichtigkeit scheint mir widerstrebend sehr. Wo ist der Schutzheilige der Hungerleider, frage ich, und sie tun, als hätten sie mich nicht gehört. Einer stopft sich eine Handvoll Linsen in den Mund, eine andere versteckt ein Stück hartes Brot in den Falten ihres purpurnen Rocks. Der Schwertstreich meines Henkers war so kräftig. Nicht nur der Kopf fiel, auch die vors Haupt gefalteten Hände prallt eine. Sie alle, zum Feuer geführt und ins Eiswasser gelaufen und mit Knüppeln, mit Ruten und Peitschen verhauen. Ja, sie alle, zum Feuer geführt und ins Eiswasser gelaufen und mit Knüppeln, mit Ruten und Peitschen verhauen. Lucia von Syrakus, die Schutzheilige der Blinden, ist sehr zierlich, ein wenig blass, präsentiert sie mir ein goldenes Tableau und darauf ihre blauen Augen, mit einem immer noch menschlichen, immer noch lebhaften Blick. Ihr wurden die Augen als Teil des Martyriums rausgerissen. Oder sie hat sich selbst verstümmelt, ich bin mir nicht sicher. Diokletian wollte mich in einen Puff stecken, sagt sie. In ihren leeren Augenhöhlen nistet Gott, wirft der Schutzheilige der Schönheitschirurgen ein. Und auf dem goldenen Tableau diese blauen Augen, mit einem immer noch menschlichen, immer noch lebhaften Blick. Ach, Lucia, ach, Lucia. Sieh mich bitte nicht so an. Sie behaupten von sich selbst, wir erreichen eine hohe Stufe der Vollkommenheit und sind der Wundertaten fähig und Liebe ermisst man am Opfer und Wunden beweisen die Ergebenheit und Wunden erweisen die Ergebenheit. Du sollst nur Gott schauen, verlautbaren sie im Chor. Du sollst nur Gott schauen, du sollst nur Gott schauen, du sollst nur Gott schauen. Es wird eng in unserer Hütte, Maria. Die Gewände der Heiligen sind kratzig und steif. Manche kitzeln mich mit ihren Ballwedeln, Maria. Den Märtyrertod nennt man Bluttaufe, behaupten sie. Manche tragen goldene Rüstungen, klopf ich daran, klingt es hohl. Den Märtyrertod nennt man Bluttaufe, uns nennt man Blutzeugen, beharren sie. Sie empfingen Blut, sie waren Blut, sie sind das Blut, sie lesen im Blut die Wahrheit. Blut Christi, Blut Gottes, Blut Taube, Blut, Blut Christi, Blut Gottes, Blut Taube, Blut, Blut Christi, Blut Gottes, Blut Taube, Blut, 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 Blut bei Perpetua in der Arena, unter den Hörnern und Hufen einer Kuh, Blut. Bei ihrer Sklavin Felicitas, die hochschwanger in Haft befürchtete, des Martyriums beraubt zu werden, doch sie gebar frühzeitig und durfte vom Gladiatoren erschlagen werden. Blut, Marcellus, dein Blut, erst verbannt, dann enthauptet, Cyprian, dein Blut, vom Schwert gefällt, Blut. Heilige Medana von Irland, heilige Triduana von Schottland, euer Blut, von heidnischen Liebhabern umschwärmt. Die eure blauen Augen lobten, die ihren warf Medana dem Verehrer vor die Füße, in die ihren bohrte Triduana Dornen, sandte ihre blauen Augen dem heidnischen Verehrer auf einen Spieß. Blut, Blut, Blut. Darum betet, betet, betet,
Betet zu Medane bei Augenkrankheiten. Betet zu Triduane bei Verzagtheit. Betet, betet, betet. Betet zu Cyprian, betet zu Marcellus, betet, betet zu Lucia, betet zu Barbetua, betet, betet, betet zu Felicitas, betet für die Augen und Köpfe und Hände und Füße und Ohren und Nasen, betet, betet, betet und die Augen bleiben im Kopf und der Kopf der Leib am Leib und der Leib behält die Haut und die Haut wird nicht durchtrennt, durch Ohr zerschnitten, betet, betet, betet. Betet und die Augen bleiben im Kopf und der Kopf, der bleibt am Leib und der Leib behält die Haut und die Haut wird nicht durchtrennt, durch Ohr zerschnitten, verbrannt. Betet, 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 betet und keine Opfer, keine Sühne, kein Martyrium. Betet, betet, betet und betet, betet, betet und keine Opfer, keine Sühne, kein Martyrium. Betet, betet, betet. Betet. Und keine Löwen, keine Stiere, keine Schweine, keine Eber, keine Eber, keine Schweine, keine Stiere, keine Löwen. Bete, bete, bete und bete, bete, bete und keine Schwert, keine Dolche, keine Haken, keine Messer, keine Klingen. Bete, bete, bete und kein Feuer, kein Wasser, kein Grab. Kein Feuer, kein Wasser, kein Grab. Kein Feuer, kein Wasser, kein Grab. Doch bin ich nicht der Schutzheilige des traumlosen Schlafs? Bin ich nicht der Schutzheilige des zärtlichen Komas? Bin ich nicht der Schutzheilige von Funken, die in der Dunkelheit gegen Zimmerdecken wirbeln? Wo bist du? Schutzheiliger des kapitalen Ja, wo bist du? Schutzheiliger des bedingungslosen Glaubens, wo bist du? Thank you very much for listening.